Es geht weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserem Podiumsmonolog mit dem nächsten Thema. Ebenfalls ein aktuelles Wahlkampfthema der Die Partei, was ich sehr, sehr gerne aufgreife, weil ich auch als Kind schon in diesem Metier unterwegs war und es mich deswegen persönlich ganz besonders tangiert und interessiert. Ein Thema, wo es um Menschen geht, Menschen, die vielleicht ebenso benachteiligt sind wie zum Beispiel Blinde oder... Hat er gar nicht mitbekommen. Naja. Ich habe das so schön eingeleitet und dann kriegt er das gar nicht mit. Es geht darum, das Indianerreservat am Segeberger Kalkberg zu erweitern. Und ja, also ich habe ja die Beschreibung durchgelesen, aber ich würde ganz gerne wissen, und ich sehe, Hanna macht sich schon bereit, worum geht es in diesem Punkt? Ja, also aufgrund meiner Tätigkeit als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache, wo ich ja viel Kontakt habe mit Migranten, bin ich doch dafür, oder muss ich doch sehen mit einigen Befremden und Verstörung, wer denkt an die Indianer in Segeberg? Wir als die Partei in Schleswig-Holstein, sind die einzige Partei, die eine Erweiterung des Indianerreservats am Segeberger Kalkberg einfordern, und das zu Recht. Wart ihr da mal? Habt ihr gesehen, wie wenig Platz sie haben? Ich habe auch verdammt wenig Indianer in meinen Deutschkursen. Sehr wenig Indianer in meinen Deutschkursen. Ich frage mich, kriegen die keine Sprachkurse? Was ist da los? Was ist da los? Wir wollen deren Situation eindeutig verbessern. Quasi damit auch den Zugang zur Bildung und Anschluss an die umliegenden Länder, den Indianern und den indigenen Völkern Schleswig-Holsteins zu gewährleisten, muss das Reservat quasi zwangsläufig vergrößert werden. Das schließt Pinneberger mit ein übrigens auch, ne? Ist das aber jetzt mal von der Toleranz her, ja, also rein von der Toleranz her, dem indianischen Volk gegenüber nicht ein bisschen unfair, dass, und ich zitiere aus dem Parteiprogramm, das im Jahre 1935 vom Reichsarbeiterdienst fertiggestellte und im Beisein Josef Goebbels als Tingplatz namens Nordmark Feierstätte eingeweihte Kalkberg-Arena-Areal genau für solch eine Minderheit wieder benutzt werden soll? Ja, es ist doch immer nicht schlecht, wenn man schon etwas hat, was da steht, das einfach einem guten Zweck zuzuführen, oder? Also da sehe ich kein Problem. Also ich denke auch, dass gerade Deutschland kein Problem damit hat, Sachen, die irgendwie in irgendeiner Form von den Nazis genutzt wurden, weiter zu nutzen. Siehe Bundestag. Kleine Ergänzung, es werden ja auch Flüchtlinge in nach Nazis benannten Ex-Kasernen untergebracht. Also nö, sehe ich kein Problem. Also bei allen allgemeine Übereinstimmung darin, dass diese Kalkberg Arena dann jetzt demnächst als Indianerreservat genutzt werden soll. Wird ja schon genutzt. Erweitert werden soll, Entschuldigung. Ja, ich habe nicht zugehört. Ist aber besser, weil du bist blind. Ja, ich wollte Pinneberg danke sagen für das Bier eigentlich. Wollte ich mich dafür nur bedanken und muss dann auch, um Dario auch mal nach oben zu heben. Also ich danke ihm nicht, weil mir hat er keins mitgebracht. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Ja, okay, ich gehe nochmal los. Einen großen Applaus zu Dario, bitte. Wie steht die Partei, um dieses Thema nochmal aufzugreifen, weil es mich persönlich berührt, denn generell zum Nationalsozialismus in der Form? Also in der jetzigen Form zum Beispiel, diese ganzen Gebäude zu nutzen, alles was da ist, einfach schon mal zu nehmen und irgendwas darin zu machen, obwohl es geschichtlich negativ behaftet ist. Also, das ist jetzt ein schwieriges Thema, was sich, glaube ich, leicht beantworten lässt. Noch satirischer als Gebäude der Nazis zu benutzen, was jetzt schon getan wird. Ich habe jetzt erfahren, dass das die Asylagentur oder das Asylamt in Brandenburg in der ehemaligen Nazi-KZ-Zentrale ist, fand ich so satirisch, dass ich mir das gar nicht anders ausdenken kann. Aber ich denke, Serdar Somuncu wird als Bundeskanzler, der doch sehr gut vertraut ist mit dieser ganzen Thematik, da den richtigen Weg finden und uns den richtigen Weg weisen.
Wie wäre denn der Vorschlag, AfD-Parteizentralen und diese Locations einfach zu tauschen? Ich weiß nicht, ob die AfD eine Parteizentrale haben sollte. Kann ich nichts zu sagen. Ja, ich glaube, die sind schon so gut genutzt und die AfD braucht, glaube ich, nicht so gute Räumlichkeiten, die so gut gebaut und lange schon stehen. Da reicht eigentlich ein Container oder andere spontane Sachen. Ich merke ganz deutlich, ich spüre das, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin, dass es ein Thema ist, worüber hier in dem Kreis nicht gerne gesprochen wird. Hat irgendjemand aus dem Publikum? Vielen, vielen Dank. Nochmal Applaus für Dario. Dario, wenn man was sagen. Ja, nee, also ich will mich darüber äußern, dass man jetzt den Kanacken zum Bier holen schickt, aber okay. Das war die Intention. Wir haben uns ja die ganze Zeit schon über Minderheiten lustig gemacht und insofern, Das ist immer wichtig, das können wir auch bei Anne Will und in vergleichbaren Talkshows lernen, dass man über Minderheiten spricht, während sie nicht anwesend sind. Ich bin anwesend. Also er auch. Und Darius ja, auch da. Haben wir einen Indianer hier? Oder kennen wir hier, ist hier jemand, der einen Indianerwitz kennt? Ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich kenne einfach keinen. Ich weiß einen. Geil. Wie macht man aus einem Neger einen Indianer? Hauchdünn abschälen. Oh, jetzt erzähl ich einen Blindenwitz. Ich kenne auch einen. Erzähl. Also. Und dann sind wir leiten ganz kurz über ins Entertainment-Programm. Ja. Unterhalten sich zwei Typen. Sagt der eine zum anderen, du, ich habe neulich das Kapital gelesen von Karl May. Sagt der andere, von Karl May? Das ist von Karl Marx. Ach so, bin schon gewundert, dass da so wenig Indianerinnen vorkommen. Ihr müsst jetzt lachen, sonst geht er nicht. Lachen, klatschen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war das Entertainment-Programm von der Die Partei in Form von Tomka. Was keine Einladung war, unbedingt. Aber macht ja nichts. Irgendjemand aus dem Publikum noch Fragen zum Parteiprogramm Indianerreservat am Segeberger Kalkberg erweitern? Ja, bitte? Ja, das mit der Erweiterung vom Indianerreservat, das würde natürlich auch dem Tierschutz helfen, weil dann sitzen die Indianer nicht die ganze Zeit mit Fledermäusen auf der Pelle. Ja, das ist ein Argument, wir werden das berücksichtigen. Danke. Ja, natürlich sind auch reine Argumente herzlich willkommen aus dem Publikum, das ist klar. Wir können ja das Parteiprogramm einfach nur bereichern. Also insofern ganz genau richtig. Also Fragen oder aber auch Kommentare oder Anregungen herzlich willkommen. Ja, bitte. Wenn ich hier richtig zugehört habe, jetzt die zwei, haben wir über Minderheiten gesprochen. Ich möchte auch mal über Mehrheiten reden. Ich glaube, das sind die Frauen, biologisch gesehen zumindest. Leben länger sind auch mehr. Nee, Männer sind mehr, ne? Die Frauen leben länger so. Dann sind Frauen Minderheiten. Wofür wir uns einsetzen. Aber wer hat aufgepasst? So oder so. Wofür wir uns auf jeden Fall einsetzen, und das kam es jetzt noch nicht vor, ich finde es aber sehr, sehr wichtig, das ist, dass wir als die Partei gegen die Abschaffung des Frauenwahlrechts sind. Wir möchten, dass das Frauenwahlrecht beibehalten wird. Ein Merkel kann nicht reichen, um das abzuschaffen. Wir setzen uns konsequent dafür ein, dass das Frauenwahlrecht beibehalten wird. Und wir sind die einzige Partei, die sich dazu bekennt. Also ich bin ja Landessexismusbeauftragte und muss dazu noch ganz kurz anmerken, natürlich wollen wir auch nicht das Männer, also wollen wir auch das Männerwahlrecht beibehalten, und da sind wir auch die einzige Partei, die das fordert. Ja, ich will, dass Sexismus wird. Warum denn? Kriegst du nicht. Ja, dann leiten wir über zum Entertainment-Programm, weil unser blinder Freund, dem wir alle Wünsche erfüllen müssen, damit wir nett sind, ein Entertainment-Programm wünscht. Tomka, bitte, einen sexuellen Witz. Der ist noch Bumsen auf dem Klo. Ja, mach mal, sexuellen Witz wollen wir jetzt hören. Also mies, ne? Mieses also, Ding. Tomka und sexuell ist sowieso ein Witz. Ja. Okay, ich habe Maschine, ich habe dir vorhin zwei erzählt. Einer weiß. Einer ja, ich weiß. Welchen willst du denn hören davon? Weiß ich nicht mehr. Er hat sich beide mitgemerkt. Okay, also. Ein sexueller Witz. Super, Sabina. Manege, super geile Stimme. Der Typ ist einfach so, ja, meine Damen und Herren, also als nächstes kommt eine Raubtiernummer, das ist der Hammer.
Das ist ja Hammer. Ich bin in diesem Aufwandsverteil, ne? Alles da, ja und ab, ne? Der Dompteur kommt rein in die Manege, na ja, meine Damen und Herren. Diese Nummer ist absolut gefährlich. Ich bitte Sie um völlige Ruhe. Bitte, bitte. Naja, raunende Publikum. Okay. Dompteur steht drin, Tür geht auf, Krokodil kommt rein. Taps, 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 so eine kleine Treppe hoch, zum Tisch rauf, ne? Dompteur stellt sich davor hin. Hose auf, runter, ne? Klopft den Krokodil, top, top, top. Dreimal auf den Kopf. Krokodil, Maul auf, ja, geh nicht rein. Er, top, top, top. Dreimal wieder, ne? Maul zu. Und das kommt langsam dieses raunende Publikum schon. Das gewünschte sexuelle Entertainment-Programm mit unserem Freund Tomka. So, ja, Hanna, bitte. Ja, wir haben jetzt hier eine Weile über Unterdrückung gesprochen, nicht wahr? Ja, ein Stück weit Frauen unterdrückt, Männer werden unterdrückt, nur ein Stück weit. Auch Indianer, Tomka, versuchen wir so gut das geht zu unterdrücken, klappt nicht immer. Aber wir müssen uns auch mal drüber Gedanken machen, dass auch diese Diskussion ein Instrument der Unterdrückung ist. Und deswegen mache ich jetzt diesen Tisch mal kaputt. Wer hat das jetzt alles verstanden? Ich. Vielleicht noch kurz noch eine Frage. Irgendjemand von euch zu den Ausführungen von Hanna? Ich hab's nicht verstanden. Durchschnittsscherben. Erkennen wir dich später. Ich hab's nicht gesehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit ist die Runde, sag ich mal, abgeschlossen. Indianerreservat im Segeberger Kalkberg erweitern ist durch. Keine Fragen mehr da. Da kommen wir dann natürlich zu unserer Rubrik Der heiße Stuhl.